Seid gegrüßt und willkommen zur 44. Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind fast gesättigt und komplett ausgeruht. Und können jetzt natürlich super trainieren hier im Gym. Kostet auch schließlich immer $10 pro Besuch. Müssen wir auch hier zählen lassen dann natürlich, indem wir den Automaten benutzen. Und wir haben vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, Geld eingenommen durch tägliche Einnahmen, weil wir das eine Dings da gemacht haben. In der letzten Episode. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Ja, genau deswegen. Gut. Also primär möchte ich hier die Ausdauer hochbringen und natürlich Geschick soll nicht auf 13 verweilen. Stärk ist halt so nebenbei gelevelt, aber nicht wichtig im Moment. Das muss auch gehen mit Geschick und Ausdauer. Wobei die Ausdauer dürfte schon ausreichen. Vorhin hat sie auch mit 6 Ausdauer ausgereicht, 2 Kämpfe gegen die Yakuza zu bestreiten. Ja, ich schaue einfach mal. Oh, ich muss essen. Proteinriegel, genau. Ist die Frage, ob wir jeden Tag irgendwie $500 oder so kriegen? Mal schauen. Das müsste reichen. Ah, wir nehmen nochmal hier einen Schokoriegel, der beides macht. Energie und Essen. Ja, wir gehen hier dran, danach kurz da dran und dann raus. Muss ich drauf achten, wenn der Tag vorbei ist, wie hoch das Geld geht. Aber hier auch wieder aufpassen, dass hier die Punkte nicht schlecht werden. Okay, so wie jetzt gerade. Da, 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 da. Okay, Stärke machen wir noch hoch auf 5 wieder. Wenn das schon so nah dran ist, ne? Okay, wir laufen auch noch ein Stück. Also bis hier trainieren wir jetzt eben. Ich weiß nämlich noch gar nicht, ob ich einen Kampf machen werde heute oder nicht. Also an diesem Tag hier. Okay, das dürfte reichen. Ich denke mal, ich bleibe hier auf 8 Ausdauer. Einkaufen, dann hole ich mir wieder Energy Drinks, damit ich zu Hause trainieren kann hier. Ich habe nicht aufgepasst, verdammt. Ach ja, geht hier nur bis 7. Wäre halt schön, wenn die mir auch Energy Drinks holen würden. Meine Gangster-Kollegen. So, was kann man denn hier noch Schönes tun? Will ich gegen den kämpfen? Ich weiß es nicht. Okay. 300 Fame. Ach so, 50 nur. Oh, habe ich mich wohl verlesen. Was machen wir denn? Ich würde sagen, das hier zuerst, weil hierdurch geht hier die Happiness, hier die Stimmung runter. Und hierdurch geht sie, glaube ich, langsam wieder hoch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen einfach hier drauf. Ein wenig Geld verdienen. Hallo? Fängst du an? Da. Da, da, da. Ja, Einkommen 50, okay. Das ist aber das tägliche Einkommen, denke ich. Dann kurz eine Runde Poker. Um wieder Fame zu kriegen. Na, ah, ich bin zu müde, genau. Dafür haben wir den Energy Drink, damit ich keine Zeit verliere. Tada. Wie viel habe ich jetzt? Ach, das geht gar nicht über 350. Wow. Wo starte ich den Kampf gegen ihn? Oh, einfach so. Verdammt. 12, 14... Oh, fuck, ich denke, das kriege ich nicht hin gegen Jax. Der sieht auch aus wie ein Cyborg irgendwie. Der hat super Energieregeneration, super Verteidigung. Trifft nicht ganz so gut wie wir. Okay, so ein starker Schlag, der Energie kostet. Kraftbedingter Schaden, ja, der hat einen guten Vorteil. Oh Gott, nein. Wenig Energie, schwächt Ausdauer und Geschick, oh nein. Ja, ich habe ja kein Blocken. Er blockt und jeder Schlag, den du blockst, verringert Geschick. Und er blockt besser. Okay. Hiermit sind wir ja gut gefahren die letzten Male, ne?
Ah, das wird aber eh nicht hinhauen. Oh ja, ja. Am Anfang hatten wir die besseren Treffer, aber jetzt haut er richtig rein. Und der hat auch viel mehr HP. Aber seine Energie ist niedriger. Okay, durch seinen Schlag hier. Ja, wir verlieren. Also ich wüsste nicht, was ich ändern sollte. Karate-Kick fügt mehr Schaden zu, kostet weniger Energie. Mal eben schauen, ob ich vielleicht doch was habe, aber das bringt ja nichts mehr. Das hier kostet halt viel Energie. Aber nur 57% Trefferchance, das ist schon kacke. Das hier funktioniert meiner Meinung nach nicht so wirklich. Ja, ich versuch's mal so, aber das wird mir die Energie rauben. Das ist ein Waschbär. Ich bräuchte echt was. Oha, was war das denn für ein Tritt? What the fuck? Oh, ich glaube, ich muss diesen Tritt doch drin lassen. Das hätte von Anfang an vielleicht doch super geholfen. Aber Geld verdient, 100 Fame verloren, 60 Leben, aber wir sind nicht verletzt. Das ist schon mal gut. Theoretisch könnten wir direkt wieder Fame farmen durch Pokern, aber wir müssen leider trainieren, um die Werte nicht zu verlieren. Oh, Pizza gegessen wollte ich eigentlich nicht, aber hey, okay. Wir gehen aber lieber ins Gym, denn da können wir uns ja mit den Automatensachen vollpumpen und wir haben ja das Geld. Proteinriegel, Energy Drink. Oh, das war zu viel. Ah ne, geht noch. Davon ein. So, reicht das? Ja, sehr schön, wenn alles voll ist. Dann fangen wir wieder hiermit an. Dann geht die Stärke wieder hoch. Genau, dann Seilchen springen. Und dann, ja, Geschick aufbauen. Und aufpassen, wie viel Geld ich bekomme. 3282 habe ich. Nur, okay. Aber immerhin. Besser als nichts. So kann ich mir jeden Tag... Könnte ich mir jeden Tag zweimal Fleisch kaufen, oder? Ja, zweimal Fleisch und eine Pizza. Genau, wie wenn ich auf dem Bau arbeiten gehe. Voll gut eigentlich. So, das reicht ja. Und so bin ich ja lange ausgekommen. Dafür halt nichts tun, also keine Zeit aufwenden, schon super. Ist ja blöd, dass das hier das einzige ist für Geschick. Also das und das. Und das ist mit Ausdauer noch, das ist nur Geschick. Das ist alles. Stärke, Ausdauer, Stärke. Oh, wir müssen raus. Nein! Okay, geht da dran. Tag ist eh gleich wieder vorbei. Ja, okay, mach die Stärke wieder voll. Ach komm, dann essen wir hier wieder. Oh, etwas viel. Und wieder beides. Dann davon einen noch. Ob ich was falsch gedrückt habe. Okay, wir machen doch Stärke hoch. Oder war hier doch noch Ausdauer dabei? Ich überlege gerade. Sehen wir ja gleich. Nö. Okay, wir gehen doch wieder hier dran. Lalalala, ja, das reicht jetzt. Einkaufen, wir brauchen Energy Drinks für zu Hause. Alles voll, sehr gut. Okay, wir nehmen den Boss, geht schneller. Dann wieder Fame aufbauen. Durch Pokern. Ich überlege gerade, ob ich nicht das eine mache, um mehr Geld einzunehmen am Tag. Also passiv. Also hier das hochmachen. Kostet 1000. Ah, 100. Dann sind das hier 150 und 200 wahrscheinlich. Okay, Pokern war nochmal eine Runde. Ja. Oh, ich bin wieder erschöpft. Aber Moment mal. Das hier könnte ich ja mal machen. Ich brauche 300 Fame oder was stand da eben? Ich guck nochmal nach.
350, also wie gegen Jax kämpfen. Ich denke, das mache ich. Aber kurz trainieren. Hallo? Stopp. Hallo? Aufhören. Oh, das geht sogar direkt. Okay. Ah, doch, gegen Jax. Okay. Das wollte ich ja sowieso. Koberschlag. Mal gucken, wie das wird jetzt. Ich hoffe, mit der Energie passt das. Wir müssen ihn halt treffen, damit er das abgezogen kriegt. Oh, das fängt aber schlecht an für uns. Das war besser. Komm, mach den dort drauf, bitte. Oh, scheiße. Der nimmt es ja richtig auseinander jetzt. Wow. Was zum... Na, wir haben den Vorteil mit der Energie, weil er halt mehr verbraucht. Ja, das reicht aber nicht. Oh, das klappt jetzt aber gut. Er hat keine Energie. Oha, aber wir haben zu wenig Leben. Oh, wir waren noch gar nicht geheilt, oder? Ups. Warum kriege ich denn jetzt 250? Okay. Verwirrend. Hm, ja, wir haben keine Energie. Und hier haben wir auch keinen Energy Drink. Dann gehen wir eben in die Stadt. Ja. Hallo, X. Hier hin? Nein. Obwohl doch, erst hier hin. Für zu Hause Energy Drinks holen. Dann ins Gym. Und da schön mit Energy Drinks vollpumpen. Ja, hier dran. Für Stärke und Aus... Wieder nicht aufgepasst. Durch die Zeitersparnis, weil ich den Automaten jetzt richtig nutzen kann, geht das doch wieder schneller voran mit dem Leveln. Okay, ich könnte noch Roy dazu holen, aber... Nee. Oh, schon wieder nicht aufgepasst. Ich sollte nicht hier auf die Läuferin gucken. Und hier in den Boxsack. Ich denke, ich hatte nicht genug Gesundheit. Oder nicht volle Gesundheit. Deswegen habe ich verloren. Oder so schnell verloren. War ich jetzt... Bin ich jetzt den zweiten Tag hier drin? Wow. Oh, du läufst aber schon recht langsam. Hm, Hunger hat er. Gut. Ja, alles voll. Und wieder von neu. Nee, wir machen lieber das hier, was alles hochlevelt. Vielleicht komme ich dann noch hier eins höher bei Stärke. Ja doch, das kriege ich hin. Aber das wird runtergehen, sobald ich irgendwas machen kann. Oh, wieder nicht aufgepasst. Ich gehe lieber hier dran und dann da dran. Und da dran. Geht doch schön hoch.
Ich muss ja noch Fame holen durch Pokern. Hoffentlich ist der Tag lang genug. Erstmal essen. Und hier auffüllen. Reicht das? So. Sehr gut. Komm, Harry. Oder Harry. Pokerspiel. Oder Camp. Ne, da habe ich ja wieder. Ne, wir machen das hier. Verschwendet zwar irgendwie sehr viel Fame, aber was soll's. So, dann komm mal her. Jax. Go. Sehr gut, wir treffen gut. Wir haben auch mehr HP. Sehr schön. Alter, was ist mit uns? Oh, haben wir aber eingesteckt. Oha. Was sehe ich hier? Die gehen ja beide voll ab. Aber warum kriegt er mich jetzt so schnell runtergehauen? Er hat nichts anderes hier drin. Die Werte sind die auch gleich? Jetzt habe ich den Nachteil mit den HP, mit der Energie. Hä? Ich check's nicht. Hä? Eben habe ich ihm doch... Das trifft halt kaum, ne? Nur 52% Trefferchance. Moment mal, das. Block weniger effektiv. Oh, ich hätte vielleicht das reintun sollen. Gut, weiß ich halt fürs nächste Mal. Bandenkrieg? Nee, ich hab keine. Mir fehlt das Leben. Ja, ich denke mal, wir machen das hier einmal. Für das Geld. Ich könnte mir auch die Tränke holen. Die waren ja immer zu teuer. Oh, ich denke, das mache ich mal. Zum Supermarkt. Natürlich wieder Energy Drink holen. Der Rest ist ja voll. Dann hierhin. Zu ihm. Okay. Zaubertrank. Schmeckt nicht schlecht und die Effekte sind spürbar, aber ich würde mit diesem magischen Zeug aufpassen. Oh oh. Blauer Trank. Deine Stärke wurde magisch verbessert. Magie ist gefährlich. Magisches Geschick. Dein Geschick wurde magisch verbessert. Magie ist gefährlich. Dein Geschick wurde magisch verbessert. Es kommt wieder alles. Okay. Ich bin verwirrt. Muss ich die jetzt hier selber nehmen? Nö. Hä? Wo wurde das jetzt verbessert? Oder wann wird es verbessert? Muss ich nicht verstehen. So was heilt denn am besten? Pizza heilt. Genauso wie Fleisch. Okay. Die heilen ja gar nicht. Aber ich benötige Heilung. Verschwende ich halt. Dann... Nee, wir gehen... Hallo? Aufhören. Gehen doch wieder hier hin. Ja, Stärke mache ich mal. Vielleicht... Ach, da. Achso, aber nur eins wird verbessert. Oh, okay. Habe ich wohl die Tränke verschwendet. Egal, ich habe ja genug Geld. Vielleicht schaffe ich es ja mal, die Geschicklichkeit hochzukriegen. So über 13 vielleicht. So.
Sehe ich hier, wie viel ich dann tatsächlich habe? 17? Nö. Schade, dass man hier nicht runterscrollen kann. Nee, war ich da nicht gerade dran? Boah, ich weiß es schon wieder nicht. Nee, war ich wohl nicht. Gut. Ich würde das schon gerne auf 14 bringen. Oh. Ach ja, stimmt. Ich habe ja was ausgegeben. Einkaufen nicht vergessen. Dann trainieren wir gleich einfach im Keller. Schade, dass man nicht automatisch... Oh, hier ist tägliches Einkommen Fame. Aber wie kann ich denn mein Dings erhöhen, dass ich mehr Fame... Seltsam, seltsam. Oh, der ist natürlich wieder total erschöpft. Ey, das schaffst du aber. Oh. Jedes Mal. Aufhören. Hallo, aufhören. Warum sind wir denn hier wieder auf 6 runter? Ist das, weil der Buff weg ist? Wow. War ein schlechter Tausch. Nochmal testen. Das heißt, wenn ich das hier hole... Ah, okay. Das geht halt nicht höher, ne? Und jetzt bin ich abhängig davon, oder was? Oh, Mann. Verwirrend. Und ab ins Gym. Alles. Oh, oh, aufpassen. Nein. Gleich ist der Tag wieder rum. Okay, wir werden hier auf 9 kommen und hier auf 14. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle und hier dran gehe. Da, da, da. Hey, komm, das schaffst du. Ernsthaft? Das wirst du wohl noch hinkriegen. Bevor der Tag hier rum ist. Gut. Und wir versuchen es erneut. Gegen Jax. Ja, wenn das mal treffen würde, ne? Dann hätten wir das Problem nicht, dass wir verlieren. Das sieht ja scheiße aus irgendwie. Jetzt hat's getroffen. Ja, sehr gut. Oh oh. Nein, jetzt haben wir keine Energie. Ach, kann doch nicht sein. Mann. Und auch kaum noch Leben. Und er hat noch so viel. Ich muss echt irgendwie... What? Das ist ja jetzt schlechter mit besseren Werten als besser irgendwie. Es hat ja noch weniger getroffen. Hä?
Was zum... Warum? Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Wir werden dieses Problem in der nächsten Episode angehen. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu abgeben. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.